Großzügig und übersichtlich präsentiert sich heute der zentrale Omnibus-Parkplatz, kurz ZOP, in der Lossaustraße. Die Busse halten und fahren von dort geordnet in Stadt und Land und darüber hinaus. Vor 10 Jahren war dort noch eine Baustelle, obwohl der ZOP eigentlich bereits im Dezember 2008 in Betrieb gehen sollte. Und es gab ja auch Probleme mit dieser hohen Wand, mit dem Abtragen und mit der Bahn, mit Bahnanlagen und soviel ich weiß auch wirklich mit Firmen, aber alles vergessen und vergeben und auch geklärt, soweit ich weiß. Seit September 2009 also ist der ZOP eine leistungsfähige Schnittstelle im öffentlichen Nahverkehr zwischen Bus und Bahn. Das Areal ist modern und übersichtlich gestaltet. Bei der Planung wurde vor allem auch Wert auf die Sicherheit gelegt und das war auch dringend notwendig. Dr. Weber war zwar noch nicht im Amt, aber sie erinnert sich an den Zustand vor der Sanierung. Es war völlig ungeordnet. Sie hatten hier Bushaltestellen vor dem Fürstenbau, dann nach unten hin, gegenüber beim Huck, bei der Huck, dann auch zur Kanalstraße. Sie mussten rüber und rüber. Es waren enge Gehsteige. Mit Kinderwagen war es nicht einfach. Es war auch eine gefährliche Situation. Es war völlig ungeordnet. Eine Lösung musste damals also unbedingt her. Dass von der Planung bis zur Inbetriebnahme einige Jahre vergehen sollten, ist heute vergessen. So sei in den vergangenen 10 Jahren das Fahrgastaufkommen um ein Drittel gestiegen, sagt Weber. Das Angebot habe sich deutlich verbessert. Wir haben hier einmal ÖPNV, also die Stadtbusse, als auch die Überlandbusse. Und Sie konnten es gerade sehen, der Flixbus kommt ja jetzt auch zweimal am Tag. Und Sie können sowohl umsteigen zwischen Stadt und Land. Und während der Wartezeiten sitzen die Fahrgäste jetzt geschützt im überdachten Wartebereich. Aber bei all den Verbesserungen gäbe es schon noch den einen oder anderen Handlungsbedarf. Vor allem in der Taktung der Busse, sagt Weber. Vielleicht müssen wir da auch drüber nachdenken, über kleinere Systeme, kleinere Busse. Man ist ja jetzt mit der E-Mobilität, denkt man ja auch um. Und dass man die Anbindung an die Stadt und ans Land noch engmaschiger natürlich macht. Also dann, wir bleiben natürlich am Ball und werden wieder berichten.